Hey yo, ihr Knallerbsenstrauch-Anpflanzer und Anpflanzerinnen. Willkommen zurück zu Let's Play Tales of Symphonia. Ja, immer noch mit angeschlagener Stimme. Manche würden sagen, hey, ich werde versuchen, in dieser Episode die anderen Schätze zu bekommen. Har, har, har. Okay, der einzige andere Weg runter ist hier. Ich bin mal gespannt. Scheiße. Manche würden sagen, hey, ja, guck doch lieber, dass du ins Bett kommst. Ach, soll ich im Bett? Eine Elf-Level, genau, eine Erfahrungslevel 2 Gemme erhalten. Nein, aber! Verdammt nochmal, wie kommt man denn da lang? Vielleicht über einen anderen Weg, der. Davon habe ich. Na gut, kann man eigentlich nie genug von haben. Sage ich jetzt, keine Ahnung. Also von den Level 1 Gedöns. Ich finde es immer noch so dämlich, dass man das nicht runter kann. Und ich werde mich mal hier drauf erdbeben, wenn ich auf die anderen. Aha, da bin ich runtergefallen. Aber es bringt mir nichts. Ich hätte runterfallen sollen, wenn ich mich jetzt hierauf begebe, dann falle ich doch nicht ganz durch. Klasse. So, habe ich denn hier noch irgendwas, was mich hier erwartet? Nö. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wie viele Schätze ich hier noch übersehen habe. Ein oder zwei oder so. Ich gehe jetzt einfach durch diesen Geheimgang wieder nach oben. Ja, ich habe das letzte Mal, glaube ich, hier aufgehört. Ich glaube, den soll ich ansprechen. Tue ich jetzt aber noch nicht. Ich will erst soweit alle Schätzeleins bekommen, die mir unter die Füße, vor die Füße oder was auch immer. Hey, du Schnecki, geh mal weg, du. Allei, hallo. Manchmal sagen, hey, Berndula, du bist so männlich. Du bist so, du erfüllst das Sinnbild eines jeden Kerls. Keine Ahnung damit, dass du. Ich geh mal jetzt hier, goldene Mitte. Ist die zwar. Oh, das sah ganz gut aus, denke ich. Das könnte ich hier. Komm. Ja, ha! Wow. Oh, bin ich gut. Ewige Dunkelheit. Ich habe ewige Dunkelheit verdient, dadurch, dass ich mir das Ding geholt habe. Keine Ahnung, dafür habe ich den Weg hier runter verbracht. Okay, einmal komplett durch. Ich glaube, ich habe auch nichts verpasst. So, dann können wir das, glaube ich, abschließen. Ich meine, nicht wortwörtlich gesprochen, sondern abschließen im Sinne von mit anderen Dingen fort. Scheiße. Fahren. Okay, hier unten muss ich nochmal am Drachosaurus, dem kleinen. Doch, nee, doch nicht. Ich muss ja hier durch diese kleine Öffnung. Ich frag mich ja, was der Gnomelett-Typ da hinten verbirgt. Hallo. Oh, da seid ihr ja. Weiter drinnen gibt es eine große Schlucht. Wir müssen den Pfad darüber zum Einsturz bringen, um durchzukommen. Ich gehe voran. Was sollen wir dort machen? Ich werde es euch sagen, wenn wir da sind. In Ordnung. Okay, ich gehe jetzt. Aber unternehmt etwas gegen die Monster auf dem Weg. Es ist wirklich eklig, wenn mich eins berührt. Wir müssen also sicherstellen, dass kein Feind dich berührt. Ja. Yeah. Uft, uft, uft. Badada, badada, badada. Oh, irgendwann der Lippe hat einen Tumor auf einem Pferd gefunden. Keine Ahnung. Ja, ich verplemper wieder meine. Ach, liebe Güte. Bin das nur ich, dass ich jetzt hier gerade an Liam aus Terranigma erinnert, den Löwen, den man da durch dieses dunkle, finstere Tal, wo das kleine Ortchili sitzt, und Dämonen darauf beschwört, die im Tal, da sitzt das kleine Ortchili, da war Lila so, und wird dann kaputt gemacht von mir, und ich aufgesetzt, und dann würde sie, singen. Keine Ahnung, ich, ein krankes Hirn, ja, keine Ahnung, ob man mein Hirn ist krank, nennen kann, durch meine Stimmbänder und meine Bronchien und meine Putte. Nein, die ist natürlich unbetroffen da. Der kann nichts anhaben. Außer vielleicht das Alter. Ich bin zwar schon steinalt, aber so steinalt. Steinalt im Steinerdtempel. Ja, klasse. Als hätte ich es geplant. Nein, habe ich nicht. Ich hätte diesen Kampf rausschneiden sollen, weil ich den ja schon mal gezeigt habe. Aber ich habe nicht dran gedacht, weil mir der kleine Löwe, Liam. Kennt jemand den Extremo von euch? Die Gruppe? Ja, was auch sonst außer der Gruppe? Liam von In Extremo oder so ähnlich? Naja, nur gut. Aber wohl, ich merke gerade, ich entspringe nicht so ganz dem Klischee. Ja, Moment, klingt gerade das Telefon? Nein, tut's nicht. Sehr gut. Ich warte jetzt mal auf den kleinen Schnuckelzwerg, bis er nach hier kommt. Denn, wegen so entspreche ich nicht dem Klischee. Nein, eigentlich sollte ich es ja doch tun. Ich meine, ich habe was an den Bronchien oder was auch immer. Ich meine, auf Anraten des Wahrsagers habe ich mir einen Sarg neben das Bett gelegt, damit meine Anverwandten es nicht so schwer haben, mich dort reinzurollen. Ja,
war ich gehe doch nicht zu einem Arzt. Und die Wahrsagerin sagte die ganze Zeit, mach mal so ein Theater hier. Da geht man raus, schädlich, 3 Stunden, dann geht's dir wieder besser. So. Oh, da seid ihr ja. Und was machen wir jetzt? Du und ich werden zur gleichen Zeit ein Erdbeben provozieren. Dann wird dieser Pfad einstürzen, okay? Verstanden, wir werden die Stärke des Bebens erhöhen. Ich sage 1, 2, 3 und wenn ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht ausgeht. Weil ihr in die Dunkelheit fallt und nie wieder rauskommt. Ja, ist okay. Wenn wir das ein paar Mal machen, stürzt der Weg ein. Okay, dope. Okay, mit EY? Kennst du mit AY? Okay. Klingt so wie Donkey. Onky, Donkey. Okay, Donkey, Onky oder? Keine Ahnung. Soll ich es wiederholen? Nein, danke. Sag ich doch. Okay, los geht's. 1, 2, 3. Bada. Okay, das war wohl ziemlich daneben. Mach es richtig. Weitermachen? Ja, natürlich weitermachen. Okay, los geht's. Kein Okay, Donkey, Schmokey. Und zack. Wann muss ich das drücken? Wenn der hochspringt, wenn der runterkommt, mittendrin? Wenn ich ein Klo hören gehe? Ich meine, wenn das Klo... Ah, ihr wisst schon. Ich kann mich mündlich nicht so gut artikulieren, wie es schriftlich kann, auch wenn die JKA anderer Meinung ist. Na, schon wieder. Verdammt, jetzt habe ich die JKA gesagt und ich bin aus dem Rhythmus gekommen. So. Mach es richtig, blablabla. Ja, sehr gut. Warum müssen solche Geschicklichkeitssachen sein? Geschicklichkeitspassagen gehören meiner Meinung nach nicht in ein JRPG herein. Na! 1, 2, 3. Was das jetzt? Noch nicht ganz. Was denn? Gehen wir nicht auf den Köttel. So, und jetzt besser? Sag was. Oh. Ja! Wer hat das mitgerechnet? Ich hab's geschafft. Du hättest uns fast umgebracht. Oh, ich habe nicht daran gedacht, was nach dem Einsturz geschehen würde. Wenn wir nicht die X4s hätten, wären wir jetzt tot. Warum? Warum? Sind die X4s Bretter oder was? Sind die magnetisch im Vergleich zu Brettern? Wären wir ansonsten hier runtergestürzt, weil ihr abgerutscht werdet? Keine Ahnung. X4s. Oder sind X4s das Stacheln? So Spikes, die sich unter die Füße gesetzt haben. Jeder macht mal einen Fehler. Ich gehe jetzt. Yeah. Uff, badadabadadabadada, ding dong. Der jemand ist da. Oh, machst du uns den Gegner platt? Ey, was soll das? Was soll das? Der sagt uns die ganze Zeit, ich bin allergisch gegen Gegner, ich bin allergisch gegen Gegner. Mach den Gegner platt, die vor mir sind. Das geht ja genau durch einen durch, den werde ich umhauen dafür. Ausgezeichnet. Okay, wo führt uns das hier hin? Oh, gut, dass ich nämlich zum Richtung Boss Mithril andere Armor. Ich glaube, da habe ich auch schon genug von. Ja, ich frage mich jetzt, wo man da auskommt. Ha, lasst es uns herausfinden, Jungs und Mädels. Das kommt mir. Moment! Hätte ich diese ganze Scheiß-Schose nicht machen müssen, wäre ich von Anfang an hier reingelaufen. Obwohl, ich vergesse es gerade. Dann wäre ja der Übergang nicht da gewesen, ne? Da hätte ich die Truhe hier geholt, wäre hier runtergelaufen und stünde dann vor diesem Gegner hier an einer Sackgasse. Ah, geh weg! Geh weg! Ah, ich kann keine Augen sehen! Ah! Ja, wenn ich in den Spiegel gucke, muss ich mir auch mal die Augen zumachen, damit ich meine Augen nicht sehe. Ah! Und dann kann ich mich immer an der falschen Stelle. Ich speichere hier kurz, bevor es weitergeht. Es könnte ein Boss kommen! Bis gleich! So, gespeichert. Und ich habe Presea meine Truppe gepackt, einfach weil sie noch volle Tech-Points hat und einfach geil ist. Und Augen hat. Augen. Ich liebe Augen. Ah, immer wenn ich in den Spiegel gucke, mache ich die Augen auf, weil ich meine Augen so liebe. Entschuldigung. Oh, hätten sich die Frauen am liebsten draufgesetzt. War aber wohl, die war ein bisschen zu groß. Was ist das? Maulwürfinchen oder was? So, this is Gnome. Since Volt was Undini's opposite, Gnome's is... Ifrit. If we wake up Ifrit, that'll sever their mana flow, right? No, it's Sylph. Honestly, how many times do I have to tell you before you actually remember it? I see that the level of education in Silverant... Ich meine, oh scheiße, Entschuldigung wegen Husten. Ich meine... Ich würde ja sagen, Erde ist das Gegenelement zu, weiß ich, Luft, Macht,
an und für sich Sinn, weil Luft erodiert den Felsen. Aber man sagt ja auch, steter Tropfen höhlt den Stein. Und deswegen würde ich sogar sagen, ist Wasser noch eher ein Gegenelement. Aber ich habe... Ich glaube, ich habe gerade keine Steinattacken im Repertoire. So. Okay. Yeah, I guess you could say that. Lloyd, that was not a compliment. Verdammt, jetzt habe ich den Alright, here we go. Text aus dem Zusammenhang gerissen. Hmm, so you're a summoner, huh? Well, look, sorry, but I've already got a pact with Mythos, okay? Du bist gerade aus einer Heliumtherapiesitzung gekommen, oder? There's Mythos' name again. He must have been amazing. Es ist ein NPC in einem JRPG. Da muss immer alles, ja, wie der Kommentator schon sagte, als Antagonist wahrscheinlich außergewöhnlich sein. I am Sheena. I seek a pact with Gnome. I ask that thou annulst thy pact with Mythos and establish a new pact with me. Meh, you sure use some stuffy language. Blech. Well, I mean, this is how I was taught to do it. Really? Oh, yeah, well, whatever. All right, show me what you got. Bring it on. Come on. Oh mein Gott, hoffentlich kann ich ihm das im Haus stopfen. Bitte formiere dein Team neu. Ah, verdammt, Sheena nicht dabei. Kokkotter. Okay, du gehst raus und Sheena kommt rein. So. Ich will Präsenz in der Truppe haben, wegen der Augen. Gnomi. Wenigstens kann er uns für uns die Gräber ausheben, sofern wir es nicht schaffen, ihn zu besiegen. So, ich dachte, ein Schwanzerquarz. Nein, nicht ganz. Okay, magisches Auge. Ich will wissen, wie viele Lebenspunkte ich es hier zu tun habe. Viel zu wenig. Ach ja, ich kann ja meine Unisono-Attacke benutzen. Wenn ich nur wüsste. Oh, jetzt machen wir das mal kurz. Zack, bums. Zam, badabam. Komm, zap, da, da, da. Hallo! Hallo, was ist mit Sheena, Schatz? Keine Ahnung, sie ist, au! Sie wollte nicht unbedingt. Ich habe auf den Knopf gehämmert, aber sie wollte einfach nicht. Ja, ich habe vorhin, ich habe auch nochmal meine Leben. Ich wollte nicht so oft dieses böse Wort sagen. Ja, genau. So, und jetzt block ich nochmal. Ach, wenn wir den Schwerttänzer schon, au! Bekämpft haben, erfolgreich. Da musste er ja auch gehen. Ah, Bauchbums. Ah, der hat bei Darkwing Duck abgeguckt. Oder war das Fieso Duck, der den Bauchbums beherrschte? Ich weiß es nicht. Wir müssen ihn... Oh mein Gott, heilt doch mal das weibliche holde Stück. Das Stück Weib. Darf ein Stückchen mehr sein? Was ist... Buh, es ist tot. Was, das kann doch nicht angehen. Prisea, du holdes Stück Fleisch. Wo ist das Geschenk des... Wasser des Lebens. Ich sollte auch nochmal nur einkaufen gehen. Ah, Bodam! Ah, was? Der ist ja noch schlimmer als der Schwertkämpfer. Leck mich fett. Leck mich einfach nur. Ah, block doch. Ah, oh mein Gott. Wer hätte gedacht, dass ich hier so... Hier sowas von den Arschfolge zugedrückt. Hallo? Ah, hör auf damit. Hör auf damit. Das geht nach voll nach vorne hinten los. Nach schräg. Und jetzt nochmal Bom, Bom. Mein Gott, nochmal. Okay, der hat ja auch schon fast so viele Lebenspunkte wie wie der Dingens. So, mal gucken. 4000. Ich werde im Abstand halten. Hallo? Ground Dasher. Blöcken, Blöcken, danke. Haha. Das darf nicht wahr sein, ey. Alle. Ich habe für. Au! Wozu stelle ich die Taktiken ein, wenn ich hier sage, ey, du bist Heilerin, du machst hier was auf das Entfernung und so weiter und dann stellt sie sich direkt daneben, die kleine Nein, das darf nicht wahr sein. Ah! Ich habe den Schwerttänzer kaputt gekriegt und krieg das Vieh nicht hinüber. Ja, ist gut. Werde ich jemals diesen fiesen Boss besiegen, erfahrt es beim nächsten Mal von Let's Fail bei diesem schweren Spiel hier.